Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alarm Figura 11 Highway Nights. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Bei Tag 3 von diesem Let's Play. Und hier werden wir heute weiterfahren. Und heute nehmen wir mal einen Ben B32. Also einen Mercedes-Verschnitt. Warte, es laggt, es laggt. Danke. Ich habe eine tolle Idee. Lass mich raten. Nächstes Mal jagen wir nichts in die Luft? Genau. Könnte hilfreich sein, oder? Dann lass uns mal Susanne anrufen und fragen, ob die KTU an dem Wrack vom LKW-Überfall was gefunden hat. Susanne, hier ist Ben. Sag mal, hatte die KTU das Wrack schon unter dem Mikroskop? Hi, Ben. Ja, den Bericht habe ich euch auf den Schreibtisch gelegt. Weißt du in etwa, was drinsteht? Die KTU hat nichts gefunden, bis auf ein Navigationsgerät mit GPS-Ortung, das noch intakt war. Ortung? Und was kann man damit orten? Naja, Positionen halt. Also, wo sich etwas befindet oder bewegt, was eine Position sendet. Wie unsere Peilsender. Also könnte man auch jederzeit einen LKW orten, wenn man den Code des Senders kennt? Du denkst, dass es bei der Sicherheitsfirma eine undichte Stelle gibt, die den Räubern die wertvollen Lieferungen gesteckt hat? Susanne, kannst du bitte in unseren Bericht gucken? Der Chef der Spedition hat uns eine Sicherheitsfirma genannt, der seine Transporte überwacht. Okay, Semir. Ich sehe nach und schicke euch gleich Name und Adresse. Danke, Susanne. Okidoki. Da hatten wir doch schon mal den richtigen Riecher. Ach, wir sind hier direkt vor der Sicherheitsfirma. Fahr durch, du Dusselkopf. Ja. Und parken. Ja, fast. Beinahe. Guten Tag, Erkan Kripo Autobahn. Wir würden gerne mit dem Zuständigen für die Überwachung von Speditionsfirmen sprechen. Autobahnpolizei. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Mein zuständiger Mitarbeiter hat wohl gerade einen Anruf erhalten, hat daraufhin fluchtartig seinen Platz verlassen. Er müsste Ihnen am Empfang begegnet sein. Ja, uns ist jemand in die Arme gerannt. Wir hängen uns dran, danke. Jo, ich soll das Lenkrad noch gerade stellen. Da haben wir wohl gerade den richtigen Moment erwischt. Er spart uns zumindest viel Fragerei. Mal sehen, wo er mit seinem nervösen Fahrstil hin will. Offenbar wollen noch andere mit unserem Freund reden. Reden? Nee, die wollen ihn eher von der Straße fegen. Sind wohl keine Freunde von ihm. Sieht nicht so aus. Mist, das hasse ich an der Mission. Die Typen fahren den zwei Jungs hier voll total nah auf, damit ich den ja im Schussfeld stehe, sobald wir halt Handlungsfreigabe erhalten. Ach du Scheiße. Jetzt ist er hinter uns. So, seiner beharrlichen Freund ist er schon mal los. So. Dafür hat er uns am Hals. Blaulicht wäre noch nützlich. Ist klar, ne? Macht keinen Platz. Bin ja nicht die Bullerei oder so. Kollege, Polizei, würden Sie bitte anhalten? Ich habe bitte gesagt, also halt gefälligst an. Junge? Alter, ich kann den Wagen nicht von der Straße schieben. Dann halt so. So. Du bleibst hier. Hallo. Sie waren leider nicht am Platz, sonst hätten wir Sie telefonisch zu uns eingeladen. Jo. Erfolgreich. Dann machen wir weiter beim Turnier, würde ich mal sagen. Ach, das ist das jetzt mit dem Rennfahren, wa? Nehmen wir doch den Semir Sport.
Ja. Ich würde sagen, wir fahren da mal zum Tuner. Zur Tuner-Werkstatt. Hey, unser nächstes Sportwagenturnier scheint dieses Mal ein richtiges Mega-Event zu werden. Das ist klasse für den Club. Nur leider gibt es da für euch einen Haken. Lass mich raten, es haben sich nur Motorradfahrer angemeldet. Komiker um jeden Preis, was? Andere machen ein Jodeldiplom und ich habe eben ein Witzzertifikat. Aber los, erklär uns mal den Haken an dem Mega-Event. Seemann hört mit. Wir haben so viele Anmeldungen für die Rennen bekommen, dass nicht alle mitfahren können. Das ist nicht dein Ernst, oder? Hey, ich habe die ganze Nacht an meiner Karre geschraubt. Mal langsam. Es gibt eine Lösung. Wir veranstalten jetzt ein kleines Rennen hier im Club, bei dem die neuesten Mitglieder um die letzten Turnierstartplätze fahren können. Okay, dann sehen wir uns an der Strecke. Na also, ein guter Fahrer nimmt jede Herausforderung an. Bis gleich. Hey Semi, du hast am Wagen geschraubt? Du kannst doch Diesel nicht mal von Super unterscheiden. Das ist doch Blödsinn, Mensch. Naja, gut, ich hatte ein bisschen Hilfe von Hartmut, aber nur ganz wenig. Da vorne ist die Tuning-Werkstatt, wieso können wir da nicht parken? Na dann mal los, direkt zum Club. Gut, dass wir die Wagen dort schon abgestellt haben. Gut, dass ich gerade mit einem Wagen rumfahre. Machst du Witze? Also seit ich bei dieser Einheit bin, habe ich schon so viele Rennen gefahren, dass man fast denken könnte, Cobra 11 sei eine Rennserie. Vergisst du nur nicht, dass du nachher auch gewinnen musst. Also eine leichte Übung. Wer es nach Dienstschluss in der Rush-Hour pünktlich nach Hause schafft, der hat doch mit so einem Rennen kein Problem. Na dann? Ich habe die zwei Jungs jetzt mal noch kurz fertig labern lassen. Hallo Bastian, hallo Seemann. Es geht gleich los. Es sind zwei Qualifikationsrennen. Du, Bastian, bist gleich im ersten dabei. Seemann fährt das zweite mit. Alright. Dann das heißt, wir dürfen... Moment. Genau. Jetzt dürfen wir endlich auch mal Benz Wagen fahren. Ich muss aber erstmal noch kurz Pause drücken, weil... Ich mach mal kurz einen Neustart von der Aufnahme. Ja. Einfach mal 30 FPS mehr. Bringt mir das. Ich wechsle mal die Kamera an sich für das Rennen, weil es von hier aus einfach einiges übersichtlicher zu fahren ist. So. Hier haben wir letztes Mal schöne Drifts hingelegt mit dem... Alter! Das war ein... Drift der unhöflichen Art. Haben wir mit dem Semiersport hier ein paar schöne Drifts hingelegt. Mal gucken, ob es mit dem hier auch geht. Ich habe ihn weniger driftfreundlich in Erinnerung. Die zwei Herren hier ziehen ganz gut an. Ja gut. Der neben uns, jetzt vor uns, der hat Allrad. Der uns gerade in die Seite gefahren ist, hat Allrad. Und der hier vorne, der zieht einfach generell einfach an. Aber unserer ist halt ein bisschen schneller. Ja, da kam ein kurzes Heck, aber wie ich es vermutet habe, er liegt ein bisschen stabiler. Also man muss ihn wirklich quälen, bis er rumkommt. Ja, mal kurz so rumsliden, das geht. Aber wenn man dann wirklich einen schönen Drift hinlegen will, dann ist der Wagen hier eher weniger der, den man wählen sollte. Na, guck mal her. Er slidet nur ein bisschen. Sobald ich gegenlenke, zieht er sich wieder gerade. Aber gut. Ist ja von Vorteil. Bei einem Rennen sollte man ja nicht wirklich driften. Hier sollte man eigentlich ganz normal und ganz anständig fahren. Wäre ja eigentlich das Ziel. Und hier einfach mal voll in die Eisen. Also ich habe da wirklich das Bremspedal durchgelatscht bis an Anschlag. Mache ich übrigens bei allen so. Bei allen Rennspielen. Ich fahre generell ziemlich aggressiv. Ich bremse ziemlich spät. Und wenn ich dann bremse, dann aber richtig. Dann nicht nur so halb patzig irgendwie so ein bisschen anbremsen, nee, ganz direkt voll in die Eisen. Also bei solchen Kurven halt, wo ich dann schneller mit Schwung raus muss. Jetzt hier gehe ich ganz leicht auf die Bremse, aber zum Beispiel bei Formel 1 2013, was ich momentan ab und zu mal spiele, das war ein schöner Drift.
Eigentlich, die KI bremst schon lange. Und ich stehe immer noch auf dem Gas. Also, ich bremse etwa eine Wagenlänge später als die KI, aber komme trotzdem besser um die Kurven. Gut, es ist eine KI, aber trotzdem. Also, ich habe eigentlich einen ziemlich aggressiven Fahrstil. Außer hier bremse ich halt wirklich nur so halbbatzig, damit ich hier super aus der Kurve raus beschleunigen kann. Also bei dem Spiel hier. Weil, ja, wenn man hier halt durchdrückt, dann blockieren die Räder und das ist nicht so dufte. Wenn man mit 250 Sachen über den Asphalt ballert. Aber hier ist voll in die Eisen und perfekt zum Stehen gekommen. Kommen die da hinten schon? Na, ne. Die sind irgendwo da hinten. Interessiert aber keinen. Ja, oder der Automat, also das Automatikgetriebe fehlt und man kann deshalb nicht driften. Ist dann die andere Variante. Alter, man muss den echt quälen, bis er driftet. Ich habe jetzt voll eingeschlagen und Gas gegeben. Also Vollgas und er kam nicht quer. Das Scheiße einfach bei dem Spiel, die Autos schieben über die Vorderachse, als gäbe es keinen Morgen mehr. Echt, das ist so eklig. Bei einem Frontantrieb, okay, der schiebt auch wirklich, aber das ist ein fucking Heckantrieb. Der schiebt nicht, der driftet. Na gut, es gibt auch Autos, die schieben nach vorne einfach. Auch Heckantriebler, aber dürfte eigentlich nicht sein. Habt ihr gesehen? Ich habe einmal kurz so einen Millimeter gegengelenkt und das Auto hat sich direkt wieder gerade gezogen. Woppa, bam! Woher ich die 2% Schaden habe, weiß ich nicht. Also ich hatte die Vorzieleinfahrt und wir haben ja nichts umgefahren. Wir sind nirgendwo reingefahren. Gedriftet sind wir auch nicht. Das kann auch kaum Reifenverschleiß sein. Obwohl, das dürfte ja eigentlich nicht als Schaden gewertet werden. So, ich will in sein. What the? Ja, hat er kurz hinten angeklopft. Oh, ja, der ist schon einiges driftfreundlicher. Da habt ihr gesehen, ja gut, es war in der Wiese, aber er ist halt quer gekommen. Der andere, denke ich nicht. Ja, bremst doch noch mehr. Lahm Arsch. So, ich sitze dir im Nacken. Jetzt nicht mehr. Schön rumgedriftet. Nur halt nicht übertreiben. Dann passt das Ganze auch. Ja, ich keine Ahnung, wie mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ich provoziere es jetzt gerade auch, genau, das wollte ich sagen. Ich provoziere es jetzt auch ein bisschen, dass er ein bisschen quer kommt, weil ja, es ist einfach eine Driftmaschine. Guckt euch das an! Wie geil war das denn? Wir sind die halbe Kurve durchgedriftet. Ich meine, das war ja wirklich eine lange Kurve. Ich wünsche, ich könnte Need for Speed Shift so geil driften. Weil Need for Speed Shift driften, das, ich krieg's nicht gebacken. Und hier habe ich die Fahrhilfen auch aus. Also Arcade Plus, wenn man das Fahrhilfen nennen kann. Uppa. Nur ABS gibt's in diesem Spiel nicht. Das ist der einzige Kack. Weil ABS bräuchte das Spiel wirklich. Weil, guckt mal, oder hört mal, die Reifen blockieren direkt, instant. Instant. Und das dürfte halt nicht sein. Ist übrigens bei den anderen Cobra 11 Teilen, glaube ich, auch so. Dass
direkt blockiert. Einfach mal kurz das Gas lupfen und Gas geben wieder. Und Alter, die Karre kommt direkt mit dem Heck. Aber da hatte schon Pierre Krämer schon recht. Fährst du quer, siehst du mehr. Ich würde halt in echt... Oh, das war zu viel des Guten. Ich würde auch in echt übelst gerne driften können, aber ist halt so sauschwer. Und find erstmal einen Heckantriebler, den man gut driften kann. Den man sich noch leisten kann. Also klar, so ein GT86 oder BRZ Subaru wird schon noch durchgehen, aber muss halt auch ein bisschen praktischer sein, ne? Ich muss sagen, die jetzt hier unten Karren hier von Semir und Ben, die munden doch ganz gut. Also die lassen sich wirklich knackig fahren. Hatten einen guten Antritt. Ja. Jo. Über was kann ich noch quatschen? Ich habe ja... Hoppala. Momentan nehme ich ja also ziemlich viel mit den beiden Jungs von Greenbit Cube auf. Also dem Martin, aka Sir Pac-Man. Und ja, das war jetzt zu viel. Nein, 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 nein. Da musste ich kurz Ja, das war dumm. Einfach nur dumm. Ich hoffe, ich krieg den da vorne noch. Genau, mit den zwei Jungs mache ich halt noch übelst viel momentan. Vor allem mit dem Martin. Genau, das wird nächstens wieder ein Projekt starten. Ich wollte eigentlich F1 2013 mit dem aufnehmen. Nur schmieren die Server die ganze Zeit ab. Also das heißt immer, ja, Verbindung unterbrochen. Oh, und das ist halt nicht so dufte. Genau. Jetzt wahrscheinlich werde ich mit ihm noch MTA oder SMP aufnehmen, je nachdem, was sich halt ergibt. Nun, ja. Alles klar, Jungs. Ihr seid beide im Turnier. Tankt eure Wagen voll und wir sehen uns nachher beim ersten Turnierrennen. Weil er ist ja auch beim Dingens dabei. APB. Und Minecraft Together. Notruf. Nehmen wir den Alligator. Alligator. An alle Einheiten. Wagen 8 haben Probleme. Sind unterwegs auf... Wagen 8, bitte kommen. Die sind weg. Zentrale für Cobra 11. Wir haben es gehört, Semir. Wagen 8 war in eurer Nähe. Wir haben keine Verbindung mehr. Folgt der Route, die ihr gefahren ist und findet ihn. Alles klärchen, Popärchen. Ich werde übrigens jetzt ein bisschen weiterfahren mit der Motorkameraansicht. Ihr könnt mir ja mal sagen, welche Kameraansicht ich fahren soll. Aber mit dem Lenkrad ist es halt... Sorry, Bro. Mit dem hier einiges einfacher zu fahren. Vor allem bei so einem Karton wie dem Alligator. Um einiges übersichtlicher. So, da das hier ein strenger... Wobei, wir haben auch kein Blaulicht. Kein Martinshorn. Hier ist er noch nicht. In der Serie. Weiter. Deshalb machen wir einfach mal das Blaulicht an. Ja, der Scheiß ist halt einfach, von hier aus sehe ich nicht, ob das Blaulicht an ist. Hoppala. Wir müssen nah dran sein. Das war knapp. Ups. Sorry. Zum Glück haben wir keinen Schadens... Los, wir müssen dem Kollegen helfen. Wo habe ich den bitte getroffen?
Also ich war nah an ihm dran, aber ich habe den noch nie im Leben getroffen. Da vorne, das muss er sein. Moinsen! Wieso haltet ihr... Zentrale für Cobra 11, Wagen 8 ist explodiert. Schickt einen Krankenwagen, schnell! Meine Güte, was ist denn da passiert? Los, lass uns dranbleiben! So, einmal mal Polizeiwende gemacht. Oder wie wir es hier in der Schweiz nennen, die Chinkenkehre. Oder U-Turn oder wie man es halt nennen will. Nee, Jake.